Laut könnte es auch am Wochenende in Mannheim werden. Das ist allerdings auch so geplant und zum Wohle aller so gewollt. Denn dann soll mit Fashion-Shows und Live-Musik die Innenstadt wieder zum Publikumsmagneten werden. Und das große Highlight ganz sicherlich wird dann auch der verkaufsoffene Sonntag sein, um möglichst viele Kunden in die Stadt zu locken. Denn, so wie viele andere Städte, kämpft auch Mannheim mit Leerständen und zurückgehender Kaufkraft. Über die aktuelle Situation des lokalen Handels hat Moritz Voss mit Sven Rubel vom Einzelhandelsverband Nordbaden gesprochen. Herr Rubel, am Wochenende steht das Erlebniswochenende in Mannheim an. Erzählen Sie uns doch gerne, was erhofft sich der Handel von diesem verkaufsoffenen Sonntag? Ja gut, wir hoffen natürlich, dass viele Kunden aus dem Umland, die möglicherweise sonst nicht mehr so häufig nach Mannheim kommen, wieder mal den Weg zurück in die Mannheimer Innenstadt, in die Mannheimer Geschäfte finden und sich hier mit dem eindecken, was sie noch so zum Leben brauchen. Braucht es dieses Tamtam, braucht es diese verkaufsoffene Sonntage, diese Erlebniswochenende, damit die Innenstädte mehr belebt werden, oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten? Na gut, nach den neuesten Umfragen jetzt im Standortmonitor 2024 ist es schon so, dass man mal untersucht hat, wie sich die Kunden in ihrem Einkaufsverhalten verhalten. Und da ist die Entfernung zu einem Einkaufsstandort schon deutlich sensitiver. Das heißt, die Kunden kaufen eher vor Ort und gehen relativ selten noch in das nächste Oberzentrum oder Mittelzentrum. Warum machen sie das dann aber doch? Und da führt eben die Hintliste der an, dass die Leute besonders zu besonderen Events in die Oberzentren fahren. Und das ist eben unsere Chance hier in Mannheim, dass wir dieses Erlebniswochenende nutzen, um uns auch hier nochmal anders bei den Kunden wieder zu präsentieren. 2023 gab es 3 verkaufsoffene Sonntage in Mannheim, dieses Jahr nur einen, der jetzt am Wochenende stattfinden wird. Wie steht es um den Handel in Mannheim? Ja gut, die Situation im Mannheimer Oberzentrum ist natürlich nicht ganz einfach. Das belegen ja auch diese Studien, die ich gerade erwähnt habe. Umso wichtiger ist, dass wir uns mit Blick auf die Zukunft hier zeitgemäß aufstellen und eben 2 bis 3 Erlebniswochenenden im Jahr hier in Mannheim abhalten dürfen, damit die Kunden auch wieder mal häufiger in die Innenstadt kommen. Wie gesagt, aktuell ist es schon so, dass viele Händler berichten, dass eben die Kunden immer mehr wegbleiben und wir in den letzten 2 Jahren doch erhebliche Frequenzverluste in den Geschäften hatten. Dann nehmen Sie uns noch mal kurz mit, was für ein Jahr 2024 erwarten die Händler hier? Insgesamt erwarten wir im Handel in 2024 eine eher horizontale Entwicklung. Das heißt, wir werden real im gesamten Handel ungefähr 1% Umsatzwachstum machen. Das ist nicht viel, aber wir können auch konstatieren, dass der Onlinehandel mit 1,4% realem Umsatzwachstum auch nicht viel besser liegt. Das heißt, die Zeiten, als der Onlinehandel sehr, sehr viel Umsatz gegenüber dem stationären Handel gut gemacht hat, sind vorbei. Das belegt, dass die Kunden schon auch Interesse haben, stationär einzukaufen. Und es liegt daran, dass jetzt kein so großer Schwung, sag ich mal, nach oben da ist, einfach daran, dass die Leute sparen? Ja, also die Konsumneigung ist natürlich groß. Die konjunkturelle Entwicklung ist so, dass die Verbraucher auf der Bremse stehen. Die Anschaffungsneigung der deutschen Verbraucher ist gedämpft und wir sparen wieder mehr. Und das spüren wir natürlich im Handel. Herr Rubel, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.